Surprise Batzex! Nope. Fasted. Alright. Wir sind wieder soweit mit Destiny. Mein Name ist Dan und ich habe die Beta von einem freundlichen Zuschauer erhalten. Und Forenkollegen besser gesagt als Zuschauer. Ich glaube nicht, dass er mich noch jemals gesehen hat. Ist aber auch unwichtig. Hauptsache, wir können hier eine Runde zocken. Und das Spiel geht doch direkt los, oder? Kriege ich auch irgendein Menü? Oder auch nicht. So, wir können eine Klasse auswählen. Hunter, Warlock oder Titan. Titan hört sich cool an. Jonan Armed, Engine of War, control any battle with strength and strategy. Striker, smash the ground and dissolve enemies in Maelstrom of Arc-like. Defender, ab Level 15. Summon a Flaming Pistol with Integrator. Flaming Pistol hört sich langweilig an. White Walker, das erinnert mich an den Siren von Borderlands. Hurl an explosive bolt of bolt like that the disintegrator was caught within the bolt like. Kann ich das später auch ändern? Oder ist das fest? Ist auch egal. Ich nehme Striker, so. Holy shit, will das überhaupt irgendjemand sehen? Destiny. Cooles Intro, muss ich sagen. Aber den Mond haben sie da nie auf Satellitenbilder gesehen, oder wie? The Traveler. And its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning. Cosmodrome, Old Russia, Earth. Mächtig langes Intro, finde ich, aber es sah hübsch aus und boah, schaut euch das mal an. Wenn das gar mal keine hübsche Grafik ist, dann weiß ich auch nicht. Also definitiv sehenswert. Ich glaube, das sah man schon bei der E3 2013, wenn ich mich nicht täusche. Mit Lens Flares, mit Death of Field, ne, Death of Field haben wir nicht so viel. Könnte ein bisschen Anti-Aliasing vertragen, aber das sieht man bei YouTube sowieso nicht.
Eine kleine Drohne, die irgendwas sucht. Erinnert mich an Bit oder Byte aus Tron. Bei Tron 2 war das ein Byte. Das sah auch so ein bisschen aus. Map, das ist die Szene aus der E3. An sich nichts Bekanntes. Nichts Neues. Halt's Maul. Keine Sprache, die ich verstehe. Was? Ist das möglich, hat er gesagt. Da bist du. Ja, ich sehe dich hier direkt davor. Meint er mich gerade oder was? Guardian, eyes up, Guardian. It worked. You're alive. Yep. You don't know how long I've been looking for you. Keine Ahnung. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And you, well, you've been dead a long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. Okay. Also ich war anscheinend tot. This is fallen territory. We aren't safe here. I have to get you to the city. Ja, das ist die E3 Beta, also eigentlich. We need to move fast. Mann, ich will doch erstmal umgucken. Darf ich? Bitte? Pretty please. We won't survive long out in the open like this. Let's get inside the walls. Okay. Der Unterschied zu der E3 Demo, also das war ein mächtig langes Intro, falls ihr es übersprungen habt durch den Unknown Nations Link, den ich gesetzt habe. Wir waren anscheinend sehr lange tot. Und jetzt sind wir es nicht mehr. Das Voice Output blendet, okay. Subtitles enabled. Das fehlte mir gerade ein bisschen. So. Mein Charakter ist fertig designt. Ich habe eine kleine hübsche Rothaarige. Mann. Oh, diese Mauer, die sieht so krass aus. Ich liebe Dinge, die so riesengroß sind. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine. That's what she said und so weiter. Einfach fette Raumschiffe, riesengroße Planeten und einfach mal so eine fette Mauer, die über die ganze... I need you to trust me on this. We'll be safer inside. Mann, lass mich doch mal erstmal umschauen. Okay. I need to find you a weapon before the fallen find us. Eine Waffe hätte ich auch gerne. Ehrlich gesagt sieht das ein bisschen schlechter aus als das bei der E3 Beta. Oder E3 Demo. Quiet. They're right above us. Okay. Ich mehr sag nix. Wer hat die Taschenlampe angemacht? The Breach, Old Russia Earth. Ich glaube, die wissen, dass wir hier sind. Ich glaube. Ghost. Hang tight. Fallen thrive in the dark. We won't. We need more light. I'll see what I can do. Mach das mal. Bring mir Licht. Okay. Kommst du jetzt auch wieder? Ich brauche Licht. Holy shit. Here, I found a rifle. Grab it. Thanks. Wo? Wo? Wo ist die Rifle, du blöder? Ah, hier. Ich habe eine Waffe. Grimmarkarte unlocked. I hope you know how to use that thing. Ich kenne mich mit allen Waffen aus. Mit Schnetzelwaffen, mit Schießwaffen. Ich habe einen Tracker. Ah ja, oben links. Erinnert an Halo. Hoffentlich sichtlicherweise. Ist ja auch von Bungie. Ich glaube, ich muss nichts Großartiges zu dem Spiel erzählen. Kennt jeder. Bitches. Ja, ja. 10 Jahre zu jung für mich. Hübsch ist das Spiel ein bisschen bunt. Also die Farben sind schon ein bisschen grell. In your face. Fisted. Fisted. T-Bag. Es gibt kein T-Bag. Verdammt. Wir können die T-Bag abschaffen. Halo hat doch quasi T-Bag erfunden. Bam, 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 bam. Geh weg.
Okay, also wer bei dem Spiel keine Parallelen zwischen Borderlands und Halo sieht, der ist echt nicht mehr zu helfen. Also das riecht sowas von nach... Okay, der grüne Balken unten ist wahrscheinlich mein Experience Bar. Ich weiß es nicht. So, Licht. Da waren wir. Jetzt sind wir hier. Offensichtlicherweise. Ich finde es interessant, dass ich direkt im Multiplayer reingeschmissen werde. Achso, das ist ein Loot Cache. Tada! Ich habe einen Preacher Mark 20 bekommen. Ah, nicht schlecht, eine Schrotflinte. Also sehr, sehr, sehr deutlich an Borderlands angelehnt, finde ich. Chip mines. Don't touch them. Ja, was soll ich sonst machen? Okay. Simple enough, can do that. Bam, bam. Der rennt in seine eigene Mine. Bist du dumm zu kacken? Blödes Alien. Oh, das Ding hat aber Auto-Aim. In your face. Okay, die Schlausten sind die Gegner nicht, sag ich mal. Das ist schon sehr, sehr, sehr großzügig von mir. Also die sind eigentlich strunzdoof. Guck mal, der stand gerade neben mir und hat nur einmal zugehauen. Naja, was soll's. Die Musik ist cool. Und hier sollte jetzt ein größerer Boss kommen. Wer die 3-Demo nicht kennt, hier kommt gleich ein größerer Boss. Oh, die schmeißen mit Granaten. Ich habe keine Granaten. Beim Lauf nicht nachladen zu können. Ich hasse das. Ich hasse das. Oh, das Visier ist ja kaputt. Ich habe ja echt minderwertige Waffe hier. Drag. Hi, Drag. Hi, du. So, easy peasy. Easy peasy measy. Nein, noch einer. Tot. Headshot. The Fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Sind das Granaten oder was ist das? Es kommt kein Boss. Es kommt kein Boss. Fake. Die haben das Spiel komplett umgekrempelt. Die haben mir einen Boss hier versprochen. Naja. Das Wasser ist jetzt Standard-Shader. Sieht nicht besonders cool aus. Die Lichteffekte sind auf jeden Fall nice. Also ich würde... See the void, old Russia Earth. Ich würde meinen, dass die E3-Beta besser aussah. Old Cosmodrome. There's gotta be something we can fly out of here. Okay. Incoming. Die Lensflare-Effekte sind aber hier schon ein bisschen übertrieben. Oh. Das ist nice. Das ist nice. Wo man gespürt hat, dass sich hier irgendwas reingebeamt hat, wo die Druckwelle auf uns zukam. Das ist echt gut gemacht. Fallen ships, this close to the surface. Move. Wohin? Fight through the fallen. Das soll die Halo-Melodie sein, falls das nicht erkennbar ist. Zack, 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 zack. Ein paar gezielte Schüsse. Ein paar gezielte Schüsse in die Nüsse. Also ich könnte wetten, das ist die Halo-Melodie. Das hat dieses typische Getrommel. Habe ich keine Granaten? Ich will Granaten haben. Bisschen getroffen. Aber das Auto-Aiming ist so heavy. Eigentlich kann man gar nicht daneben schießen. In your face. In your face. Drohnen. Shank. Fu. Shank und Drag. Bams. Bams. Mann, ist das Spiel einfach.
In your face, level up! Mal schauen, was wir können. Mann, sind wir dürr. Muss ein bisschen mal mehr essen, Kollegen. Subclass Defender, okay. Striker, das kann ich aufleveln. Mehr nicht. Okay. Warte mal, Details. So. Ah, Flashbang-Granate. Hier sind unsere Skills. Wäre nicht schlecht, wenn man die vorher gesehen hätte, bevor ich meine Klasse ausgewählt habe. Aber gut, nehmen wir Flashbang. Level up. I'm picking up signs of an old jump ship. Could be our ticket out of here. Das wäre heavy. Upgrade unlocked. Okay. Habe ich doch gerade schon freigeschaltet. Spiel, du bist langsam. Wenn ich so langsam zocken würde, wie das Spiel mir hier Infos geben würde, dann würden meine Zuschauer einschlafen. Mit dem Unterschied, dass sie so oder so einschlafen. Von daher, das ändert sich sowieso nichts. In your face. In your fist. Everybody is fisting. Vandal, ein etwas größerer. In your fist. In your fist. Gibt es ein Achievement für so viele Fistings, wie ich hier verursache? Oh, ich kriege kaum Level, das ist hier übel. There's a ship. Clear him out. Da ist ein Boss. Ich habe doch jetzt eine Granate oder so, ne? Da. Von wegen Flashbang. Das Ding macht ordentlich Bumm. So. Miniboss ist down. Down and down. Da schießt jemand. Von hinten. Surprise Butzex. Nope. Nope. Fisted. Oh, ich habe eine Waffe. Eine Rüstungsteil. Borderlands meets Diablo. Sehr schön. Alright. Let me see if I can get us out of here. Tu das mal. Und wir kriegen eine neue Cutscene und das ist wahrscheinlich auch schon das Ende dieser Folge. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? Will it blend? Yeah, mein eigener persönlicher Gleiter. Die Musik ist cool. Okay. It's not going to break orbit. It just might get us to the city. Now, about that transman. Nicht bevor ich was Größeres killen. Jawohl. Bringing you in. Ach man. Ich dachte, ich kann da jetzt endlich mal. We can come back for them when you're ready. Let's get you home. Wer bist du? Kollege, hättest mir auch helfen können, als ich unten stand. Nicht, dass ich deine Hilfe gebraucht habe, aber hättest mal helfen können. Ist schon ein bisschen unverschämt, finde ich. Advancement. Lift habe ich noch nicht, Pulse Grenade habe ich nicht. Activity Bonus. Okay. Kills 51, Precise Kill 10, Ability Kills 14. Also, okay. Das ist also wohl missionsbasiert, ne? Das ist hier so eine Zusammenfassung, als ob man online zocken würde. Jo. Ich würde sagen, nee, ich würde nicht sagen. Wir schauen noch mal kurz rein, bevor ich hier mitten in der Cutscene irgendwie abbrechen muss. Ich habe ein Arcadia-Class-Jumpship freigeschaltet. Kann man mich hier bessere Schiffe freischalten? Dann kann man auch besser fliegen oder kann man auch weiter fliegen? An sich geile Idee. Und wer bohrt... Schön. Nein, kein Blitzschlag. B, wir stürzen gleich ab. Yay, da ist die Kugel, die wir im Intro sahen.
denke mal, dass wir gleich in so eine Hub-ähnliche Gegend reinkommen. Weil so schlecht geht es uns anscheinend gar nicht, wenn da so eine große Stadt ist. Ja, wir beamen uns einfach so raus. Oh, ich habe mein Helm abgenommen. Welcome to the last safe city on Earth. The only place the Traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. And this tower is where the Guardians live. Sag ich doch. Wir sind in einer Art Haupttown gelandet. Quasi unser Verbindungspunkt zu den ganzen Multiplayer-Matches, zu den Singleplayer-Missionen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange das Singleplayer-Spiel geht, aber das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Multiplayer-Action kommt noch auf euch zu, dann schaltet rein in die nächste Folge. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Gib Flosse, Flop. Jetzt aber. Volle Kanne drauf. Everybody do the flop, bams, flop, flaps, flop.